Hallo ihr Lieben, zu einer kleinen weiteren Folge Knife and the Woods Minecraft. Letzte Woche kam so ein bisschen, ungeplant Minecraft raus, also nicht planmäßig tatsächlich. Es lag teilweise daran, dass ich die schneiden muss, also ich hatte wenig Zeit. Leider war auch das Problem, dass mein OBS den Sound wieder nicht aufgenommen hat. Und ich dadurch die Musik manuell einfügen musste, was natürlich ein Haufen Arbeit war. Dadurch ist es ein bisschen unregelmäßig. Manchmal gibt es ja Tage, wo das so ist, nicht? Gut. Was wollte ich jetzt machen? Wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich wollte diesen Baum wachsen. Wir gehen erstmal schlafen. Das ist erstmal, das Erste, was wir machen, wir gehen schlafen. Ja, Schweinchen? So. Und dann seinen richtig schicken... Ich finde das echt hübsch. Also, mir gefällt das. Könnte man Glowstone machen, dann wird das... okay. Wir gehen mal... Ich gehe mal weiter. Ich muss auch gucken... Wo waren wir zu... Also die Kuh, die will irgendwie nicht weg. Ich glaube, das wird auch unser Zweithaustier, habe ich das Gefühl. Ich muss gerade gucken. Wir haben jetzt da. Wir haben da hinten unser Vogelhäuschen. Oh, übrigens sehe ich unseren Vogel. Ja, niedlich, niedlich. Ja. Wir haben da noch was vor. Hinter den Bäumen versteckt. Wir haben hier auch noch so ein paar Sachen. Das sieht man ja sowieso nicht. Das ist ja Gott sei Dank ein bisschen von den Bäumen verdeckt. Da fällt das nicht so auf. Ne? Ich glaube, das können wir noch zu Ende machen irgendwann mal. Hier wollte ich hier auch noch. Wollte ich hier eigentlich noch was machen? Ja, wollte ich, glaube ich, ne? Das hatte ich unten. Habe ich das unten schon gemacht? Nee, ich wollte das noch machen. Okay. Ja, wir haben... Ach ja, ich weiß, was wir letztens ja gemacht haben. Wir waren ja in dieser interessanten Unterwasserstadt, die da hinten war. Ja, jetzt erinnere ich mich. Da haben wir ja so richtig coolen Loot bekommen. Ja. Stimmt. Jetzt weiß ich es wieder. Musst du mal eben kurz denken. Was wollte ich denn mit Bibliocraft machen? Ich glaube, da wollte ich auch so ein bisschen noch was machen, ne? Weiß nur nicht mehr was. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte was im Keller machen. Ich gehe noch mal in den Keller gucken. Gut. Keller gucken. Die Kerzen, ja. Genau, den Gang haben wir gemacht. Der richtig schnick aussieht. Hier wollte ich auch was machen. Ich glaube, hier wollte ich... Ah, ich weiß, was ich da machen wollte. Ja, das sollte unser Raum werden. Wir waren nämlich dabei, Sand herzustellen. Genau. Dazu brauchten wir nämlich Pflastersteine. Das ist ja... Ich mach mal eben hier so... Wir müssen hier eine Kiste haben, damit wir das da reintun könnten. Wollte ich ja aus Pflastersteinen Sand machen. Ich hoffe, dass es so war. Warte, ich muss mal gucken. Lieber noch mal gucken. Formloser? Ist ja gerade. Nee. Sag mir. Ach, genau, hier. Bruchstein. Pulverizer. Genau. Also kriegt man damit auch tatsächlich hin. Und der braucht wahrscheinlich nur Energie, ne? Tatsächlich, glaube ich, brauchte nur Energie, aber kann ich jetzt nicht. Heißt das überhaupt so? Ah, das ist ein Mehlwerk. Ah, aus Ender.io. Alles klar. Malt Erze und andere Items. Gib Malkuchen hinzu, um effizienter und besser zu produzieren. Eröffnet Kondensator wird auch du schon. Okay. Ich bleibe bei der Variante. Die ist völlig in Ordnung. Dann behalte ich lieber die Steine in mein Inventar und dann ist es so... Macht der Geräusche? Tatsächlich. Ist ja cool. Was wir noch brauchen, ist natürlich Lehm und
Kies, aber Kies macht der zusätzlich auch noch, auch wenn es wenig ist. Ja. Ton. Lehm. Wenig. Das sieht ein bisschen chaotisch hier aus. Wie kommt das denn? Das ist eine gute Frage. Was tue ich denn diesen versenkten Stein denn? Theoretisch ist das ja auch ein Stein. Und den tue ich da erstmal rein. Diorit? Nein, den behalten wir. Den brauchen wir doch. Dann mache ich das mal eben. Hab ich hier irgendwo Schwarzeichen, Schwarzeichen? Schwarzeichen. Nope. Kriegt Schwarzeichen einen neuen Platz. Und der kommt dahin. Dann habe ich hier noch Eiche. Das bist nicht du, ne? Nee, was bist du denn hier? Ach so, Tanne. Eiche habe ich schon wieder leer gemacht. Es ist manchmal sehr schlimm, dass wir so viel Kram haben. Warum habe ich denn ein Schneidebrett? Ah, ich glaube, ich hatte auch meine Küche noch gemacht, ne? Kann das sein, dass ich meine Küche auch noch gemacht hatte? Ich glaube, ja. Stimmt, ich stand ja auch in der Küche. versenktes Grab. Herz der Schmelzerei. Gehört nach unten. Ah, ich habe sogar noch Schwarzeiche. Na denn? Ich weiß aber nicht mal, wofür ich die benutzt hatte. Das ist eine gute Frage. Hab ich vergessen. TNT. Diamanten und Smaragde. Habe ich die nicht unten eigentlich auch drinne? Ich bin der Meinung, ja. Genauso wie Knochen. Ah, ich glaube, der hat wieder Probleme. Oder es ist voll. Aber ich glaube, der hat da wieder Probleme. Lass mal ihn gucken. Gut, ich habe keine Fäden. Das ist okay. Diamant habe ich aber da. Und Smaragde genauso. Ich weiß nicht, warum man das da nicht einsortiert. Ich glaube, ich muss da mal eben hingucken. Es ist verbunden, ne? Ja, verbunden ist es. Ich weiß nicht, warum man das nicht einräumt. Habe ich zu finden? Nee, habe ich gerade nicht. Du musst das mal eben mit der Hand machen. Da ist doch ein Dings, den habe ich doch verbunden. Ja, habe ich doch. Aber dann weiß ich auch nicht, was das Problem ist. Der ist es nicht. Der hat überhaupt keinen Zugang. Mann, der hat keinen Zugang. Hab ich den etwa übersehen? Oh, deswegen räumt er das auch nicht ein, weil ich es übersehen habe. Oh, ich bin so gut. So gut, dass ich das vergessen habe. Toll. Deswegen räumt er das nicht ein und ich wunderte mich schon. Die kann ich doch rausholen, ne? Die kann ich doch oben in unser Dingsen reinschmeißen. Und die Kiste schmeiße ich auch rein, das ist ja eigentlich auch Dekoration. Decoration. Nicht das Leder, das kommt hier hinten hin. So, da rein. Gut. Dann muss ich jetzt mal eben. Habe ich die hier oben? Habe ich? Ich glaube, das war der, ne? Ja, doch, Eichenverkleidung. Habe ich den tatsächlich nicht verbunden? Ich sollte mich schämen. Also. Traurig, traurig. Wirklich sehr traurig. So. Jetzt ist er verbunden, jetzt kann es eingeräumt werden. Das muss so bleiben, das weiß ich. Ja, das ist sehr schön. Ja, hier fehlt noch immer noch die Beleuchtung. Hier fehlen mir schwarze Kerzen, ja. Hier habe ich aber alles mit Kerzen, ja. Hm. Okay. Ich überlege jetzt gerade. Machen wir den Weg weiter? Wir haben ja noch den Weg vor uns. Der ist ja immer noch nicht fertig. Ich wäre... Ja, das können wir... Wir können eigentlich den Weg weitermachen. Ich habe hier so geile Bogen, ne? Achso, ich habe noch diesen versenkten Kram. Ich habe hier auch noch... Ich habe keine Ahnung, Carpenters. Das kann ich mal eben mitnehmen. Und Glasschein, die können nach unten. Weiß gefärbter Ton. Wo haben wir hier Ton? Haben wir überhaupt schon Ton eingeräumt? Ich glaube nicht, ne? Ach du Schande. Nö.
dann kriegt der jetzt hier den Platz und das Sand kriegt hier den Platz. Fertig. Diorite nehme ich natürlich mit. Ich habe noch ganz schön viel Zeug hier. Ich muss mal eben mein Inventar freikriegen. Da. Ich habe noch grüne Paprika. Ach ja, die hatte ich, glaube ich, mitgenommen wegen Essensmangel. Oh, daraus könnte ich wieder runter. Natürlich, ich kann daraus wieder runter einen Fisch machen. Das ist sowas von unlogisch. Aber gut. So, jetzt kommt natürlich wieder, ja, Block-ID etc. pp. Immer mit der Ruhe. Kommt erstmal da unten rein. Das ist gekochter. Das ist Raw Fish. Das ist nicht gekocht. Gut. Dann kommst du, ich habe keine Ahnung, erstmal. Geh erstmal da rein. Du bist doch hier. Genau. So. Gut, das reicht erstmal. Wie sieht's hier aus? Ach, du hast nichts mehr, ne? Dann nehmen wir mal hier. So, das müsste reichen. Dann bin ich den mal eben los. Diorit, da. Nee, warte mal. Und das sieht, da unten. Ja, das hier wird auch bald, irgendwann. Ich schaff das noch. Wir brauchen die Axt. Wir brauchen dich und Samen habe ich da. Die brauche ich nicht. Obwohl ich finde die Lederbäume eigentlich schon hier schön, ja. Ich würde die jetzt nicht unbedingt Mac machen wollen. Ja, weil ich ja diesen braun habe, diesen Herbstsetzling. Das ist natürlich die Wird er schon wieder dunkel? Tatsächlich. Dann gehen wir gleich schlafen. Ich mag den Ombo. Vielleicht mache ich den auf dem Weg. Ja. Vielleicht. Gehen wir gleich mal eben. Ach, ich kann ja auch rennen. Ich habe doch genug Essen da. So, dann gehe ich jetzt mal eben schlafen. So. Sehr schön. So, und dann würde ich sagen, wurde die Muppe. Fällen wir mal die Bäume. Und wandeln die hier auch gleich beim Dingsen um. Daraus machen wir gleich die Stufen, die wir brauchen. So. Der Baum ist da hinter mir auch natürlich total gut gewachsen. Ich habe ja die Bäume eh hier weggemacht, also von daher. Fällt das eh nicht mal auf. Schade eigentlich, ich habe das so schön gemacht. Das sah so schön aus. Sind soweit alle weg? Hier hinten ist noch einer. So. Sehe ich gerade gar nichts. So. Pflanzen tun wir sie gleich. Ich mache die jetzt erstmal alle weg. So. Und der letzte. So. Dann machen wir dich mal lieber hier so direkt hin. Der kann hier hin. Der dahin. Der kann ruhig wieder hier hin. Der andere kann hier hin. So ein bisschen wieder an die gleichen Stellen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Vielleicht hier noch, also hier einen hin und dann passt das. Sehr gut. So. Kriegen immer mehr Setzlinge. Da war die Workbench. Ah, das sieht doch gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ich mache einfach mal alle. Ich glaube zwar nicht, dass wir alle brauchen, aber ich weiß es nicht. Ich muss da gucken. So, dann gehen wir jetzt mal hin. Und guck mal, wie leer das hier wieder aussieht, ne? So. Muss ich ja mal wieder machen. Habe ich bei den letzten. Habe ich bei zwei Folgen vergessen. Oh, das war mir gleich peinlich. Naja. Passiert.
Ich vergesse immer, dass ich rennen kann. Ich würde auch mal wieder ein paar Dingsen finden, ein paar Eier von den Vögeln. Und bis jetzt hatten wir noch kein Glück, dass irgendwas rausgeschnüpft ist. Schade eigentlich, es ist tatsächlich... Die Chance ist wirklich sehr gering. Von hier kann... Nee, von hier habe ich noch keinen Weg gehabt. Ich musste von da aus. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich habe auch noch nicht nachgeguckt, wie das mit dem Inkubator funktioniert. Da muss ich nochmal, ich glaube, mich schlau machen. Ja. Der Weg gefällt mir. Vielleicht hier so ein paar Herbstbäumchen zwischensetzen. Oder den da hinsetzen, den Herbstbaum. Oh ja, bitte. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Den setze ich hier hin. Ach ja, war ja ein normaler Baum. Kriege ich ja wieder die... Genau. So, den setzen wir hier hin. Ach, das geht ja. Oh, das geht. Den habe ich jetzt nicht gekriegt. Huch. Ja. Ah, hier müssen wir auch noch weitermachen, siehst du? Habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, da brauchen wir noch Steinziegel. Und noch von den purpurnen Fantasieblöcke, ne? Ja, da muss ich ja auch noch haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles eine Sache von... Ich habe keine Ahnung. So, gehen wir mal rüber und machen hier mal weiter. Ich denke, das passt. Dann werden wir den Weg auch mal fertig kriegen. So. Mit schöner Musik. Ich habe auch wieder ein neues Lied hier in meiner Musikliste. Es wird irgendwann auftauchen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ja. So. Ja. Das, da ist ja mal wieder so ein bisschen, ne? Wenn man so zum Thema kommen darf. Ist mal wieder so ein bisschen wechselhaft, was es angeht. Und auch die ganzen, ich sag mal, Katastrophen, die wieder im Fernsehen sind, ne? Mit dem Erdrutsch, der vor kurzem war, wo Deutsche mit bei sind. Also, gut, ich weiß nicht, ob das vom Wetter jetzt bedingt ist. Das kann man nicht sagen. Aber, in letzter Zeit ist es hier wirklich, was das angeht, schlimm geworden im Fernsehen. Man hört eigentlich nur noch Katastrophen. Wirklich. Nur noch Katastrophen. Habe ich eigentlich, ich habe keine normale mitgenommen, ne? Nee, das ist natürlich Mist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie mich verklicke. Nee, also zurzeit ist das wirklich schlimm geworden. Ich meine, leider ist es so, dass es so kommt, ne? Und es ist ja auch tatsächlich wieder passiert, dass ein Auto wieder in eine Menschenmenge reingefahren ist. Ich verstehe nicht, warum das Leute machen müssen. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich es vielleicht auch gar nicht verstehen, weil, dann weiß ja nicht, was in deren Kopf durchgeht. Warum? Und da kann man ja verschiedene Vermutungen, wirklich verschiedene Vermutungen aufstellen, Hypothesen und alles. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwo hört es ja auch mal auf. Nur leider wird es wohl nie aufhören. Verdammt, ich hab's gewusst. Kann ich den auch irgendwie so abbauen? Geht das auch? Ja, das geht auch, Gott sei Dank. Kann man ja machen, was man will. Man kann sich nicht gegen wehren. Man kann nur, wie die hohen Leute es sagen, einfach weitermachen und sich davon gar nicht erst beeindrucken lassen. Und da stimme ich tatsächlich nicht zu. Es ist so. Einfach weitermachen. Nicht aufhören, den Leuten zeigen, hier, ihr seid bei uns reingefahren, das ist uns egal, wir machen weiter. Natürlich nicht die Menschen, die nicht mehr dann warten, ne? Aber ich finde es grauenvoll. Man hört nur noch sowas im Fernsehen. Ich finde allgemein ist das Fernsehen bekloppt geworden, was nicht nur solche Katastrophen angeht, sondern auch Serien. Muss ich ehrlich gestehen. Also wenn ich manchmal so gucke, was im Fernsehen läuft,
Und, nee. Also ich gucke so eine Sub-Sachen eher weniger. Wirklich sehr wenig. Ich kann auch gar nicht wirklich den Fernsehen gucken. Entweder ich kriege das so nebenbei mit, wenn ich mal eben kurz mal reinspicke, oder im Internet ist ja auch, man hat das ja auch, wenn man sich irgendwie, einloggt, um seine E-Mails abzuchecken und dann ausloggt, dann kommt ja immer das Hauptbildschirm und dann liest man da ja auch alle möglichen Sachen, wie ich ja schon sagte, in der Menschenmenge reingefahren, was wirklich nicht schön ist. Passt natürlich voll zur Musik, ne? Das muss, glaube ich, weg. Da möchte ich aber vorher den hier hinsetzen. Pass, ich schaffe, du musst hier leider mal hinweg. Jetzt, husch, 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 geh zum Wasser. Dankeschön. Ist nicht so schön. Es ist auch nicht, schön zu sehen. Ich muss jetzt gerade mal hingucken, wenn ich jetzt irgendwie richtig... So, und, genau, hier runter, ne? Genau. Aber müsste ich denn nicht hier ein... Achso, ich habe das hier ein höher, ja. Also habe ich das so gemacht? Ja gut, man kann das auch machen. Ich habe gerade so eine doofe Idee, hier Tiere einzusperren. Also, ja, ich weiß, nein, das ist eine doofe Idee, oder? Das ist, glaube ich, eine doofe Idee. Das machen wir nicht. Ich glaube, ich habe zu viele gemacht. Ach nee, tatsächlich nicht. Ich habe fast... Nee, schnell. Ich habe das echt gut abgetimt. Das wird aber nicht reichen. Das heißt, wir müssen nochmal eine Tour tatsächlich laufen. Ah, dann haben wir das schon mal fertig. Dann müsste ich mir so ein... Oh, ja, ich muss mal sehen. Wir müssen mal so ein bisschen mit Energie arbeiten. Da muss ich echt mal gucken. Huch. Ja, ja, das ist jetzt schlau von mir gewesen. Bin hier auf den Knopf draufgekommen. So Maus. Ja. Was soll man sagen? Kopf hoch und weitermachen, ne? Und, ja, das habe ich mir auch gesagt mit den Schicksalsschlägen, die ich hatte. Die haben mich so ein bisschen aus der Bahn gebracht. Ich muss mal eben kurz was trinken. So. Ich könnte natürlich auch ein Glas nehmen, wäre vielleicht sinnvoller. Ich trinke zurzeit außer Budde, kann man sagen. Es wird dunkel. Ja. Ja, der Weg ist fast fertig. Wir haben echt keinen mehr. Schade. Ja, die wird nicht lang. Gehen wir mal zu unserer Zweitbehausung. Wir haben mich auch so ein bisschen außer Bahn gebracht, deswegen kann es schon mal vorgekommen sein, dass ich in den Videos halt dann nicht so voller Elan und mir hat die Nase gegeben. Oh, ich juckt in die Nase. Mann! Dass mich das auch so ein bisschen aufreiht. Also, dass ich da nicht so mit Eifer und Freude jetzt von meinen Videos eingegangen bin. Ich hab's versucht und ich hoffe, es war in Ordnung. Aber es hilft nur. Es hilft ja nichts. Kopf hoch und weitermachen. Und ich denke mal, das hört sich zwar grauenvoll an, aber es ist ja Tatsache. Man kann zwar der Katastrophe nicht weggucken, man kann aber mit gehobenem Kopf, also erhobenem Kopf, nicht gehobenen, erhobenem Kopf sagen, wisst ihr was, ihr habt's gemacht, wir trauern um unsere Menschen, um unsere Leute, Familie etc. Wir machen trotzdem weiter, es ist so. So, ich will mal wieder zurück. Ich muss auch sehen, dass ich die Brücke hier mal endlich baue. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Ja, 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 ja. Das ist so. Ich finde, oder ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann mal ein Ende hat.
ich nicht auch welche von Dinah gefunden? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich hier überall ist was zu tun. Das hilft nichts. Einfach weitermachen. Das tue ich auch. Oh, das... Oh, geil. Das sieht sogar noch besser aus. Okay, du bleibst da. Definitiv. Hier kommen noch diese paar Obstbäume hin. Ne, dann können wir uns dazwischendurch mal bedienen, wenn wir welche brauchen. Und ja, das muss hier auch noch weg. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier hin mache. Das ist eine gute Frage. Ja, das weiß ich noch nicht. Wenn das dann irgendwann alles runterwandert, dann haben wir das ja nicht mehr. Auch gut, ich würde die Bärensträucher vielleicht auf der Seite setzen. Das würde gar nicht mal so schlecht aussehen. Dazu müssen wir aber erstmal unten weitermachen und wir müssen... Wir haben so viel zu tun. So viel zu tun. Wollte gerade sagen, was macht denn eigentlich unser Farbstoff? Muss ich da mit einer Schere bei? Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich muss mit einer Schere bei, ne? Mal eben hier weg. Ja, ich gehe mal die Schere holen. Ich will mal eben wissen, ob man vielleicht durch die Schere mehr abbekommt. Ich weiß es nicht. Wäre schön. Können wir so ein bisschen mehr von den... Und? So wirklich, ne? Nee, wartet. Ah, wenn ich sie so abbaue, bekomme ich tatsächlich mehr. Nicht immer, aber ein bisschen, ne? Kann das sein? Ja gut, es ist nicht viel. Es ist ein bisschen. Haben wir rote Blumen irgendwie noch gekriegt? Ja, da oben. Fand ich auch vielleicht mal ein... Ich wollte gerade sagen, Farbstoff. Ich habe gedacht, ich hatte jetzt einen Eimer mit Farbstoff in der Hand. Okay. Ich habe auch... Da wachsen auch schon wieder die nächsten nieder. Zum Glück... Oh. Wir sind voll. Wir sind voll. Mach mal eben den... Okay. Wir kommen dann in, passen dann rein. Kann ich jetzt alle ziehen? Das war schon... Ah, alles klar. Also so passt da nichts mehr. Ich kann's... Ah, jetzt ist voll. Okay. Ja, wir sind voll mit gut. Rot. Gut. Haben wir noch ein bisschen grün? Wir haben hier noch grün. Das ist rot. Grün und grün und das ist rot. Dann würde ich sagen, tue ich mal rot hier hin. Das ist nämlich ganz gut. Hier rot, da grün und da meinetwegen blau. Beispielsweise. So, dann mache ich die einfach mal kaputt, weil wir haben erstmal grün. Das müsste reichen. Okay. Okay, was wäre jetzt der Plan? Erstmal glaube ich, die Sachen wieder wegräumen. Diese brauchen wir erstmal nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich den Hammer hatte. Oh, du sollst den da oben hinsetzen und die eine setzt bitte da rein. Meine Güte nochmal. Ich kann mal eben das wegtun, das wegräumen. Die mal eben weg. Ich weiß nicht, die Erde brauche ich jetzt auch nicht, das Eichen auch nicht. Wir haben noch Kürbiskerne und Melonenkerne und hast du nicht gesehen. So. Ja genau, die hatte ich ungern in die Küche. Genau. Und ich hatte noch viele Sachen hier drin. Also der kann auf jeden Fall raus. Den kann, glaube ich, auch raus. Ich glaube, die können alle in die Kiste. Ich schmeiße in meine Kiste rein und der wird schon hoffentlich richtig einsortieren. Den Rosenstrauch nicht. Das ist eigentlich eine gute Idee, das gerade zu machen. Ich hoffe, dass er die alle reinsortiert bekommt. Ja, das hoffe ich wirklich. Nee, oben war das. Ich habe hier noch Blumen, die kommen ja eh woanders hin. Ich habe hier noch so ein Flower-Ding. Diese Flower. Du willst noch ein Bäumchen. Und das war's. Halt.
Ich weiß gar nicht, habe ich die Tulpen vielleicht schon einsortiert? Wir schmeißen sie in die Kiste. Ich werde es ja sehen, wenn ich irgendwann mal nach unten gehe. So. Das Glas passt tatsächlich hier rein. Kann mir das auch irgendwie... Ah, das sieht doch schon besser aus. Das ist wenigstens von den Containern noch meins sind. Vielleicht hier noch so ein Tischchen von den Dingsen. Oder haben wir hier vielleicht was Schönes, was man da hinsetzen kann? Kunst? Grammophon. Das sieht ja... Darf ich mir das mal eben anschauen, wie das aussieht? Nee. Ah, wartet. Das sieht ja schon interessant aus. Ich weiß noch nicht, wo ich das hin tue. Ich werde es einfach mal dahin stellen. So, dann filtern wir das jetzt mal wieder. So, was haben wir hier denn noch? Vielleicht hier irgendwie was? Eine Wiege brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mit Kamm und Biss Parfüm auch nicht. Bett habe ich. Ein Wecker? Nö. Traumfänger? Okay, die möchte ich mir mal angucken. Ja gut, der würde sich, okay, der hat, glaube ich, kann man den da so direkt nach vorne machen, oder wie muss ich, ach so, da war der, ah, alles klar, der hat gerade auch, da, das war ein Zug, nehmen wir mal mit nach oben, eigentlich wollte ich was anderes suchen. Salz, Pfeffer, Bierhumpen, Bierkrug, Bierhumpen, ja, das brauche ich nicht. Stock, Schlüsselband, was ist das? Verlies, ah, okay. Eine Urne. Ein Schlüsselband hört sich ja schon. Kanonenkugeln, Kanonen, Alter. DecoCraft war schon ziemlich verrückt. Karottenhaufen, Kartoffelhaufen, eine Milchkanne, abhängendes Wild, abhängender Fisch. Und das müsste eigentlich Dingsen, unser Dings, Serrano schicken, unsere Hütte da hinten haben. Korb mit Eiern, Würste. Truthahnbraten. Honigtopf, ja, das haben wir, das möchte ich jetzt nicht so. Scherenschnitt. Was ist ein Scheren? Das ist das Feste, ne? Ich weiß nicht, Spinnenkatze? Nee, ich bin nichts von Festen.